Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Almost Daily Montagsmaler Kunst Edition. Nils hat schon jede Menge geheime Begriffe wie... Geheimbegriff. Ja. Nee, das ist noch zu einfach. Es wäre irgendwie noch ein Wort dazwischen irgendwo. Geheim-Wurst-Butter-Brot-Begriff. Male bitte Folgendes. Hm. Also das sind die Art von Begriffe, auf die wir uns jetzt freuen, denn unsere Jungs in der Regie haben offensichtlich keine Ahnung von Wörtern und haben das für uns rausgesucht. Aber sie sind ausgedruckt und nicht handgeschrieben. Das heißt, wir haben keine Ausreden mehr. Was soll denn das sein? Ja, das, ich kann es nicht lesen. Das wird auch ein O oder ein B. Wirklich gespannt. Jetzt hör mal auf hier. Oh, ja. Der Nils will schon mal ein bisschen schmulen. Oh, da sehe ich ein E-L-L. Hey, vielleicht sind wir in einem Team. Male Michel. Vielleicht sind wir in einem Team. Ja. Also hör auf, wenn wir Schummeln unterstellt sind, dann sind wir in einem Team, geht der Schuss nach hinten los. Ja, wir haben noch keine Teams ausgesucht, werden es gleich machen. Erstmal vielen Dank an euch beide, dass ihr da seid. Könnt ihr denn malen? Nein. Nein. Man muss nicht unbedingt gut malen können. Das klappt auch, wenn man nicht gut malen kann. Also auch nein, ja. Also zweimal nein, dreimal nein. Es du kannst malen. Es ist, ja, aber es geht nicht darum, wie man malen kann. Dich? Unser Grafiker hat. Ja. Okay, malen. Dann raten. Ja, bin ich dabei. Ja. Kann ich eigentlich nur hin. Nee, unser Grafiker Hannes, der berufsbedingt auch am besten malen kann, der malt ja bei einem Montagsmaler auch nicht so gut, wie er könnte, sondern man muss ja auf Geschwindigkeit und auf was könnte der andere damit verbinden und so. Also mehr so auf Erkennen. Man muss sich in das Gehirn des anderen reindenken. Ich glaube, beim Montagsmaler ist nicht die Hauptfähigkeit das Malen an sich. Das ist, glaube ich, nicht das Wichtigste. Also ich tue mich furchtbar schwer mit Malen. Allein schon, weil ich halt, also ich kann ja gar nichts malen. Dann versuche ich immer, einen Begriff abstrakt irgendwie darzustellen und den erkennt dann keiner. Und dann wird man verwirrt und fängt an zu schwitzen. Gut, das tue ich immer. Aber du weißt, was ich meine. Und dann will man neu anfangen, reißt das Ding weg, nochmal neu und dann ist schon spät. Aber das ist ja meistens nur deshalb so, weil man nicht weiß, wie genau man diese Begriffe am besten malen soll. Das ist ja. Ich glaube, wenn man malen kann, dann hat man schon was im Kopf bei dem Lesen des Begriffes. Und jemand, der nicht die Expertise hat wie ich, du malst ja den ganzen Tag. Böse Stimmen behaupten, du machst nichts anderes. Jetzt haben wir mal genug auf den Nils rumgehackt. Wollen wir jetzt irgendwie unsere Teams auslosen? Und wie machen wir das? Hier sind vier Dinger. Was bedeutet das? Die Ladies dürfen sich ein Knubbel da nehmen. Wir mischen das durch. Beziehungsweise du hast die Lose gemacht, Bell. Du hast fasst nichts an. Ich hatte Orgien, die fingen so an. Dann nehme ich den letzten. Nein, du natürlich. Traum. Gerne. Ich nehme jetzt auch mal einen. Hast du einen genommen? Ja. So. Ach so. Wieso? Was steht jetzt hier? Aber warte mal, wie geht das denn? Ach so, du hast jetzt mit X. Also jetzt hat jeder einen Namen. Zwei haben was? Kreuzchen und... Ah. Ich habe ein X. Ich habe kein Kreuz. Ich habe ein X. Also X und Kreuz sind ja jetzt auch schon ziemlich ähnlich, wenn man mal ehrlich ist. Wir beide haben X? Ja. Super. Wunderbar. Ja, Bell. Gar nichts, okay. Nee, ich bin raus. Nee, Bell und ich, aber das ist ja super, weil Bell und ich haben ja schon mal ein Team gemacht und haben das heißt, sensationell agiert miteinander. Ja, klasse. Wir schaffen das, gell? Oh, warum geht denn der Timer schon so? Montagsmaler Faust. Okay, wer fängt an? Wisst ihr, sehe jeder gleich oft dran. Ja, fangen die mal an. Ich soll malen oder soll ich malen? Mal du. Ich soll malen? Ja, bleiben wir hier sitzen. Ihr kümmert euch um die Uhr. Wollen wir uns umsetzen? Ach nö, ist okay, oder? Ist doch egal. Gegenüber und dann doch, passt schon. Können wir uns merken. Ich muss nur sehen können, das heißt, du darfst jetzt nicht so machen. Okay, sobald man den Begriff nimmt, beginnen die 2 Minuten, ne? Beginnen die 2 Minuten, das sind die Regeln. Mhm. Ja. Nils malt. Und wir dürfen gar nichts. Los, Zeit. Ihr kümmert euch um die Zeit. Ich kann mich... Okay, soll ich einfach starten zum Start? 2 Minuten laufen. So, Toastbrot, Knochen. Knochen, ja. Muss ein bisschen seitlicher malen. Knochenskelett, das Knochenhaus, Knochen. Hundeknochen. Schienbein, Elle, Speichel. Kleiner Zeh. Bein, Schlachter. Knochen, Computer, Knochen. Was? Arbeitsplatz, Knochenarbeit. Knochenarbeit? 1. Ach Gott, 25. Arbeit, 2 Wörter, Arbeit. Fuck. Schwarzarbeit. Ja. Oh. Nicht schlecht. Oh Gott. 2 Wörter. Pirat. Mann. Haare. Schopf. Haare. Haar. Haupt. Hauptland? Was ist das? Qualle? Ha.
Simpsons-Charakter? 40 Sekunden. Haarland, Haarlocke, Haarsträhne. Was zum Mähne. Haarmähne, Haarschopf. Haartolle. Haartolle, Elvis. Haarfrisur. Ja, schon mal! Frisur? Was? Was, Frisur? 15 Frisur. Sekunden. 15 Sekunden. Arbeits. Nee, das ist, Entschuldigung. Acht. Haartolle, Haarfrisur, Haarschnitt. Internethaar. Ende. Ich weiß es. Ende. Das war mein Fehler. Was war's? Sturmfrisur. Oh. Hättest du eine Wolke malen müssen? Ja, ich habe diese. Ja, ich habe völlig falschen Ansatz gehabt. Na gut, okay. Aber, na gut. So. Habt ihr die? Hast du die? Stimmt, irgendwie? Punkte. Wir müssen die aufschreiben. Ja. Wie viele Punkte hatten wir jetzt? Drei oder was? Wo sind denn deine Zettel? Können wir mal einen Zettel haben? Ja, du hast die ja auch einfach weggeworfen. Zwei? Nee, wir hatten noch zwei mit Arbeit. Ne? Und das also, Schwarzarbeiter hatten wir. Sturmfrisur haben wir nicht geschafft. Ja. Also wir, du. Und liegt hier noch irgendwo eins? Nö, ja. Und das andere war Knochenarbeit. Knochenarbeit. Na gut. Wir müssen ja erstmal warm werden, ne? Was haben wir jetzt? Zwei? Drei? Zwei. Zwei? Scheiße. Okay, zwei. Ja gut. Ihr okay, soll ich? Ja, gern. Wie gesagt, erwarte nicht zu viel. Permanent Marker, doch, sowas brauchen wir. Ja, genau. Ja, das, ey, diese Sturmfrisur, das hab ich verkackt. Das hätte ich anders machen müssen. Ja, das nicht oh. Ich dachte, du malst einen Umriss von irgendeinem Land. Nee, ich habe die einfach nur Frisuren malen wollen, damit du aufgrund der Vielzahl der Haare auf, okay. Darauf kommst, dass es um die Frisur geht. Aber nur eine Wolke mit Wind, das ja, ich habe einfach bei dem Falschen angefangen. Jo. Bitteschön. Nimmst du einen Begriff, dann drücke ich. Okay. So. Geh los, 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 los! Oh, shit, ey. Shit. Haus. Nein. Achso, ich darf ja nichts sagen. Du Busfahrer. Nein, gleich. Schulweg, Schulbus. Kringel. Schnecke. Nein. Whee! Achterbahn. Oh, Busachterbahn. Bus. Busfahrt. Ja, es ist so schwer. Neu. Immer noch Bus. Nee. Na, Busweg, Schulweg, Bahn. Nein, es ist so fürchterlich. Oh Gott. Eine Minute. Scheiß drauf. Freizeitpark. Oh. Wir waren erst vor zwei Tagen. Wo wir vor fucking zwei Tagen erst waren. Wo die hier? Das hätte man sofort erkannt. Nein, das ist schlimm. Oh Gott, los jetzt. 50 das Sekunden. Geht auch nicht. Sorry. Also, dann habt ihr schon zwei Minuspunkte. Firewall. Spinnt ihr alle? Firewall ist doch einfach. Eine Wand und Feuer. Da meinst du Feuer und dann meinst du eine Wand. Ja, da kommt man sicher auf Firewall. Natürlich. Ja. 50 Sekunden. Das ist zum Kotzen. Entschuldigung, aber was ihr hier habt, ist wirklich nicht gut. So. Bus. Nein. Oh. Vase, Tisch, Blumen, ne. Miss Blume, ne. Lollis. Hä? Ja, hä, ist gut. Kinder, Lolli, Kinder, Puppentheater. Oh Gott. Fußballmann! Das hatten wir doch schon mal. Die Tante Emma Laden war das. Tante Emma Laden war das. Sorry, aber was ist das auf dem Tisch? Es ist ein Tresen. Hier sind die Bonbons. Ja. Hier ist der Typ. Hier sind die Lollis. Ja, Entschuldigung, aber ey, das waren doch Scheißbegriffe. Süßwarenladen, Firewall und Freizeitpark. Aber von Firewall ist wirklich nicht so schwierig. Ja. Firewall, ja, meinst du Flammen und dann meinst du eine Wand. Ja, aber da hätte also doch keine Stelle. Wärst du auf Firewall? Jetzt mal ernsthaft. Nee, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ja. Aber wenn ich jetzt eine Mauer und also ich glaube, so schnell auf Englisch hätte man jetzt nicht gedacht, aber. Deswegen. Ich dachte so Englisch, toll. Wie willst du denn das jetzt begreifen? Ja, die Flagge. Ich dachte nicht Engel. Oder du hättest ja auch
Rechner malen können mit einer Leitung und dann ist die unterbrochen und das Kabel, dann brichst du das Kabel mit dem X oder so und dann... Blackout. Es hätte irgendwie funktionieren können, aber ich habe auch nicht mal Sturmfusion gekriegt. Aber egal, nur App 0 Punkte. Weil ja, tut mir wirklich leid. Also es ist nicht so, als ob ich das nicht versucht hätte, ja, aber ich habe schon vorher gesagt, war eigentlich auch wunderschön. Sehr schlecht. Muss ich jetzt erstmal gucken, dass aber man nicht sehen. Aber Süßersaden, na gut, du warst ja schon dran mit den Lollis. Nur was wie soll ich da? Ich so dachte, Bonbon, wenn ich den malt man male, so. Oben, weißt du, der Bus und dann, dass du drauf kommst, weil du waren ja erst da. Das ist ein Bonbon. Oder eine Fledermaus. Das ist kein Bonbon, tut mir leid. Das ist nicht. Natürlich ist das ein Bonbon. So, jetzt seid ihr jetzt alle fertig zu beweisen, wie viel geiler ihr seid, können wir jetzt einfach weitermachen. So, ich muss zwei Minuspunkte was, mir kriegen. Was muss ich jetzt? Ich habe irgendwas gedrückt. Ich sag's nicht so laut. Ja, aber es kann nicht sein. Ja. Kommt mir auch bekannt vor. Das ist ein Mensch und der ist ein Postbote. Nee, der hat die Armrücken. Armdrücken. Ja. Nicht, brauchst du nicht jedes Mal zumachen den Stift. Das ist doch Quatsch, das ist doch alle Zeit. What the fuck ist das? Das ist eine Mütze. Trans. Masern? Masernmütze. Ich weiß, was es ist. Okay, warte. Das ist ein Nähkissen. McDonald's Burger. Das Burger? Hey, keine Logo. Das ist ein Logo und ein Buchstabe. Zwei Sachen, die wir nicht machen dürfen in einem. Okay, jetzt, das ist ein Bagel. Ein Brötchen, Shrimps, Scampis, Burger, Scampi Burger, Fischburger, McFish, Plankton Burger, Erdnussburger. Ich dachte auch an Erdnussburger. Hä? Das, ich erkenne das nicht. Das ist ein Fisch. Scampi. Shrimps. Garnele. Es kommt davor Burger drin vor, also das ist eine Nahrungskette. Das ist ein, ja, ganz oben in der Nahrungskette wohnt der Shrimp, der Killer-Shrimp, Zentimeter, sehr klein. Logisch. Keine Sorge, ich ziehe jetzt schon vorbei. Ja. Der ist nur ein Zentimeter drin, es ist ein Mini-Burger, der Shrimp ist klein, ist ein Baby-Shrimp, Baby-Garnele, Plankton, Amöbe. Zehn. Krabbe. Krebs. Languste. Krabbenburger. Ja, Krabbenburger. Echt? Ich hätte jetzt schon keine Zeit. Ja, weiter geht's. Oder hast du schon weiter? Ja, ihr habt verloren. Ja. Also nicht verloren, aber die Zeit ist vorbei. Oh, ich dachte, nicht Garnele, sondern kleiner. Noch kleiner. Ja, aber eine fucking Krabbe ist doch nicht kleiner als Garnele. Sind die Garnelen nicht diese fetten? Nee, ja, nee, Langusten. Nee, das ist Hummer. Und Hummer. Nein, nicht die, aber die. Das ist doch jetzt Garnelen egal. Garnelen sind diese kleinen. Krabben sind noch kleiner. Na gut. Jetzt halt Mr. Krabs gemacht. Ja, das ist mir nicht eingegangen. Mr. Krabs hat ein bisschen Geld in der Hand. Wie viel hat man denn? Zwei? Ach, okay. Ich jetzt hier stehen, ne? Go. Ja, aber Logos darf man noch malen. Nee, also ich. Aber das hat. Ich dachte, Logos gehen nicht. Also da hätte ich ja auch nicht den Hansapark jetzt beim Freizeitpark malen können. Ja, gut. Das ist ein kompletter Name, den du da reinschreiben musst. Also ich wäre auch gegen. Okay, aber schon, Maskottchen malen groß, das ist ein McDonalds-Logo und eigentlich geht sowas nicht. Ja, stimmt schon. Geht, dann sag also wenn der Begriff McDonalds wäre, wäre das schwierig gewesen. Aber das, ich glaube, bei Krabbenburger hat das McDonalds-Logo uns jetzt nicht wirklich viel geholfen. Außer, doch, das hat ja auch Burger gebracht. Du bist hier nicht drauf gekommen. Das stimmt. Egal. Wenn du willst, schreibe ich es weg. Ich fand es jetzt aber nein, nicht so. Nein, finde ich nicht schlimm, nur es stört mich jetzt auch nicht. Aber für die Zukunft, finde ich auch, sollten wir Logos vielleicht aussparen. Finde ich auch. Na gut. Okay, weiter geht's. Los. Ja, los. Ja. Ey, mach am besten. Ja, warten. Diskutiert erstmal mit mir. Nein, warte mal, bevor wir. Ey, warte doch mal kurz. Ja, den Begriff hast du schon gesehen. Ich wollte nur gerade ein neues Papier machen, Leute. Einfach, dass wir hier. Es passt doch hier noch runter. Sehen das denn die Zuschauer überhaupt? Da unten. Ja? Okay. Können wir nochmal anfangen? Okay. Aber jetzt kennst du den Begriff schon. Jetzt kannst du jetzt eine halbe Minute zum Nachdenken. Ja, dafür brauchst du das benutzen. Ja, okay. Ein Duschkopf, der Mond, ein Stück Käse. Mal einfach weiter. Weiß ich nicht, was das sein soll. Ein Stück Käse. Was sieht denn noch so aus? Was das? Ich sehe nichts. Ein Planet, der Mond, der Mars, der Jupiter. Nee, der Jupiter nicht. Erde, Sonne, Planeten, Gestirne, Universum. Nein, Galaxis.
Fast. Weltraum? Ja. All? Ja, wie? Mach doch noch einen Kringel um den Planeten. Ja. Vielleicht traf ich Stein. Krater. Wie heißt es nachts, dieses, was Kinder an... Ey, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ein Meteor. Eine Kartoffel. Eine fucking Kartoffel. Ich weiß es wirklich nicht. Scheiße. Rocket Beans, Raumschiff. Umlaufbahn, Planeten, Konstellation, Fixpunkte, Fixsterne, der Himmel, die Nacht. Den kriegen wir hin. Alter, nee, okay, nächsten. Nimm noch einen. Versuch. Oh Gott, wir sind so schlecht. Minus drei schon. Okay, okay. Eine Person hat ein... Oh, was ist das? Das ist ein Pimmel. Das ist ein Pimmel, eindeutig ein Pimmel. Noch ein Pimmel. Schwul, Liebe, Homosexualität, das gute A, Liebe, Mann, ey. Das gute A, Liebe. Das gute A kennt man doch. Von Bernie und Erd, oder wie die heißen. Ich weiß es nicht. Ja, aber was könnte es denn sein zwischen zwei... Der Schwulenbar. Ja, okay, aber das hätten ja. Das sehen in der Schulenbar sehen selbst die Getränke aus wie Penis. Oder? Ich glaube, das sollen die Zapfhähne sein, oder? Space Cookie. Hä, was ist das denn? Space Cookie? Was ist denn ein Space Cookie? Also die Jugend von heute, da ist die. Nein, ich weiß, was das sein soll, aber das ist doch kein. Das ist doch ein Keks. Das sieht man doch. Also, gerade in Kombination sieht es einfach aus wie der Mond. Aber an sich, Space Cookie hätte ich eigentlich rauskriegen müssen. Du bist nicht auf Space gekommen, das war also sämtliche Begriffe genommen, aber ja. Ja guck, was hätte man da jetzt mal, nur wirklich als Frage, was hätte man da jetzt machen können? Hätte man reinschreiben? Nee, wir dürfen keine Buchstaben. Nee. Wie kann man denn Englisch darstellen? Ich frage jetzt wirklich aus Interesse, willst du aber nicht sagen, wenn du natürlich, dann machst du so. Die Flagge oder was? So ähnlich sieht die doch aus, so. Okay, das merken wir uns. Egal, ob das so ist, am Ende das steht für Engel. Okay, können wir uns alle so merken. Den kannst du ja auch machen. Oder du machst ein frühes WM aus. Ich weiß nicht, wie man das darstellen soll. Beide Begriffe hätte ich eigentlich, tut mir leid, ich bin einfach auch nicht aufgehört. Es ist 12 Uhr morgens. So. Ja. So. Okay. Die müssen jetzt richtig abkacken, damit wir noch eine Chance haben. Das machen die schon. Abkacken? Nee, niemals. Mal! Mann, Frisur, Sturmfrisur. Zigarette, Pfeife, Raucher. Naja. Raucher, Kettenraucher. Ja! Augendreher, Denker, nichts. Weiß. Nee, das minus 1. Okay, also 0. Ey, ihr seid solche Spastis, ey, das ist unfassbar. Minus 1. Nein! Okay. Ja, jetzt mal. Baum, Krater, Vulkan, Pilz, Champignon, Pilzsuppe, Pfifferling, Fliegenpilz, Pilzexplosion, Pilz. Pilzwand. Mushroom Wall. Wandpilz. Wandpilz, Steinpilz. Ja. Ah. Ey, ganz ehrlich, ihr seid echt. Das Wort existiert überhaupt nicht. Ihr seid dumme Spackos, weil ihr denkt euch irgendwelche Wörter aus eurem bescheuerten. Oh, es ist lächerlich. Bett. Bar. Schläfer, Langschläfer, Siebenschläfer, Matratze, Luftmatratze, Liege, was? Campen, Luftmatratze, Schlafsack. Brille. Ameise, Ameisenbär, Ameisenkönigin, Ameisenhügel. Hügelhaufen. Jetzt will ich ganz kurz über die Begriffe reden, die ihr euch hier ausgedacht habt. Ulknudel,
fucking Ulknudel, pass auf, Erziehungsschelle. Was ist denn eine Erziehungsschelle? Eduard Laser, Erziehungsschelle. Ist im allgemeinen Sprach... Ihr seid ja verrückt. Eine Ulknudel? Ihr seid eine Sabotage. Ja, Ulknudel ist halt so ein Quatschmacher. So wie der Nils ist eine Ulknudel. Eine alte Ulknudel. Ja, das sind trotzdem zwei Punkte. Was willst du denn? Nee, einer, oder? Er hat so viel weggeworfen, es gab so viel Minus. Es gab Minus, Minus und dann wieder Plus und am Ende was? Eins oder zwei? Eins? Geh mal eins. Ich bin außer Rand und Band. Du hast auf jeden Fall hier fünf. Hier, meine ich. Also am Ende eins, ja? Am Ende war es einer, ja. Mann, 5 zu. Wie viel Minus haben wir denn? Ja, also ihr hättet jetzt eigentlich, glaube ich, minus 3 oder so. 2? Nicht aber eher. Die Minuspunkte zählen wir nicht mit. Ihr seid bei 0. Das ist unfair. Man kann pro Runde nur 0, maximal 0. Wir können uns doch am Ende die Begriffe nochmal angucken und dann gehen. Aber eigentlich finde ich es. Ja, okay. Ja, ich kann euch auch Minuspunkte anschreiben, das ist doch Quatsch. Na gut, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, Minuspunkte zu machen, haben wir gar keine Möglichkeit mehr zu gewinnen. Deswegen. Ja, wir haben noch. Können wir doch wegstreichen. Indem ihr jetzt einfach, wenn ihr jetzt in der Runde 5 erreicht, dann ist es unentschieden. Das ist aber unrealistisch. Realistisch ist, dass wir vielleicht 1, 2 mehr machen als ihr. Manchmal ist man auf einmal in einem Run drin. Belle und ich hatten wir auch einmal so einen, oder Eddie und ich hatten einmal auch so einen krassen Run aus dem Nichts heraus. Was passiert? Nee, ich sag mal so, hatte ich ja auch ganz gute Runs schon beim letzten Montagsmal, aber man kann es halt nie sagen. Okay, los geht's. Achtung, es geht gleich los, ja? Moment. So. Bleib mal anfeuchten, damit er richtig malt. Ich glaube, der hier ist besser, aber du machst das schon. Der ist besser? Ich glaube. Teste doch mal. Nein. Ja, okay. Der ist besser. Los. Jetzt. Psch. Jetzt ist hier nichts. Okay? Ja, ja, ich gebe dir auch 2 Sekunden mehr. Mann! Oh Gott, das wird nix. Ulknudel. Nee. Ist aber kein Penis, oder? Nein! und jetzt? Stift, Edding. Zigarette, Kreide. Edding. Schreiben. Malen. Montagsmaler. Malstift. Mischen. Okay, weg. Radieren. Tintenkiller. Okay, das kann ich. Endlich, ich kann das. Wollt ihr mich verarschen? Waffe? Zielfernrohr? Ich meine da nichts mehr zu. Oh, diese tötenden Blicke. Ihr spinnt doch echt, ey. Ihr immer mit euren obszönen. Okay, Entschuldigung. Penis. Ja. Nochmal? Hä? Schwul. Ja, warte. Blowjob. Was ist das denn? Oh Gott. Sperma. Moment. Hä? Jetzt guck. Hä? Ja. Ja? Hä? Hä? Komm schon. Oh Gott. Was hast du denn? Was denn? Viagra. Viagra. Pimmel nach unten. Pimmel nach oben. Sieht aber aus wie eine Frau. Das sieht wirklich aus wie eine Frau. Ja, und Frauen können auch Viagra benutzen. Das ist allgemein bekannt. Nein, du hast ja... ich hab doch gesagt, ich kann nicht malen, aber es sieht auch einfach aus wie ein Typ, der kleine, runde Sachen isst und etwas passiert. Ja, ich kann auch nichts dafür, dass hier unsere Leute offenbar alle 13 sind, während sie sich diese ganzen Dinger ausdenken. Ich habe ja vor allem erst kurz reingeguckt und dachte schon Vagina und dachte so, ach komm Leute, das ist nicht euer Ernst, oder? Was steht? Das wäre sogar einfach Viagra gewesen. Viagra, steht Viagra da. Haben wir denn jetzt überhaupt einen Punkt gemacht? Nee. Ich hätte den blauen Stift wenigstens malen können. Ja, das stimmt. Stimmt, das steht drei nach blau. Stimmt, das ist eine gute Idee. Aber ey, Entschuldigung, gelten Farben? Darf man die benutzen? Ich hätte jetzt. Natürlich, jetzt mit blauen einfach nehmen können. Liegen ja da. Ja, ihr seid erstaunlicherweise nach 3 Runden. Das habe ich noch nie erlebt. Ihr seid nach 3 Runden bei 0 Punkten. Ja. Echt, hast du eins weggeschmissen? Ja.
Doch, ich habe einen weggeworfen. Ganz am Anfang dieses Gekraxel da. Was war das eigentlich? Ach ja, na eben. Kann auch dein noch. Gekraxel da. Ich muss gerade... Ja, das war Tintenkiller. E-Zigarette oder sowas. Tintenkiller. Ah, Tintenkiller. Hätten wir so einen Tintenfisch benutzen. Ja, aber Leute, ich meine, ich will nur mal zeigen, ich habe es versucht. Ja, ja ich weiß, der Füller oder so. Und okay, das sieht halt nicht aus wie ein Tintenkiller, aber wie willst du das denn malen? Du darfst keine Marke nehmen. Und du hast noch gesagt, es kommt nicht drauf an, wie gut man malen kann. Doch, ich finde schon, weil das ist kein, sieht nicht aus wie ein Füller. Und das auch nicht aus wie ein Tintenkiller. Aber wenn man malen kann... Tintenkiller hat doch zwei Enden. Ja, das da kann weißen, ich aber nicht dunklen. Zu. So, ja, gell? Aber das ist doch, sieht doch trotzdem aus wie eine Kippe, die zu beiden Seiten angeraucht ist oder so. Und das hier sieht halt wirklich aus wie ein sehr kleiner, langer Penis. Ja. Tut mir leid, es war nicht so ganz mit Runde. Überhaupt? Nein, tut mir leid, dass so viele Pimmelsachen dabei sind. Und schwule Sachen. Und es ist wirklich ganz schön arm. Bell, 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 bell. Bin ich dran? Ja. Schon wieder? Vielleicht schaffen wir es noch. Sie haben immer noch alle Chancen. Ja, dann müssen wir eine andere Farbe. Doch, komm. Ja. Du musst einfach weiter hoffen. So. Drückst du? Drück ich? Ja, ich drück gleich. Damit ich es nicht sehen kann? Ist egal, komm. Soll ich? Was denn? Okay, ja, danke, dass ihr... Geh los. Er wird nur beschissen. Schon am Führen, trotzdem nur am Bescheißen. High five. Boxkampf, Boxen, Achselschweiß. Ja, nee, Achselgeruch. Ich hab's vergessen. Achselschweiß, Schweiß, Achselschweiß. Aber irgendwie sowas war das. Achselhaare, Achselschweiß, ja, Achseldampf. Ja, irgendwie sowas war das. Ich glaube, das war Achselschweiß. Ja, okay. Ich weiß nicht mehr, egal. Eigentlich nicht egal. Eigentlich wirklich nicht egal. Fernseher. Röhrenfernseher, TV. Das ist eine Blume. Geruchsfernsehen. Ja. Blumenbeet, Blumen und ein Fernseher. Flower. Fernsehgarten. Ja. Ah. What the fuck? Okay. Der ist tot. Oh, der stinkt. Das ist ein Zombie. Zombie. Plants vs. Zombies. Zombie-Invasion. Zombie-Herde. Zombie... Horde, Zombie, Überfall, Zombie, Angriff, Zombie, Party. Wie soll man das machen? Zombie, aber Zombie ist das erste Wort, oder was? Zombie, Invasion, Zombie, 30. Er weiß nicht, was passiert. Er ist ahnungslos. Zombie-Ausbruch, Zombie-Apokalypse. Ja, Zombie-Apokalypse. Ja, hätte ich ja direkt auch, ich Idiot, ich bin Zombie-Apokalypse, natürlich. Ah. Das ist wahrscheinlich der Simon mit dem Fragezeichen. Haus. Auf dem Dach. Das ist eine Kamera, Überwachungskamera. Einbruch, Einbrecher. Bankautomat. Ah. Eintrittskarte. Ah. Was? Eintrittskarte? Ja, ich wollte ein Kino machen und der Leute, die da vorne stehen. Okay, schwer. Ich hätte eine Eintrittskarte gemalt mit so einem Abrisseckchen, aber ja, das hätte man auch nicht gehofft. Was haben wir, 3 oder was? Das war nicht schlecht. Komm, jetzt auch so eine Runde. 3, ne? Ja. Fernsehgarten so war auch wirklich der erste richtig gute Begriff. An dir liegt das hier nicht. Doch, es liegt an uns beiden. Wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt. Stimmt, wir haben ganz schön. Lehre deinen Geist. Denk in simplen Bildern. So dumm wie möglich, weil dann raff ich's. Ja, das kriege ich hin. Ja, sehen. Ja. Am besten auch die Begriffe direkt zweiteilen, das erste und zweite hinmalen. Versuchen wir mal. Okay, los geht's. Geht's los? Ja. Nee, also, ist egal, welche Farbe! Was? Was, du hast jetzt einen weggeworfen? Ja. Oh Gott. Also wieder minus 1. Oh Gott, oh Gott. Fisch, Bonbon, Fisch, 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 Stäbchen. Das zweite Wort. Oh Gott. Selfish. Fliegen, Fischen. Oh, das war der erste Begriff, den wir geschaut haben. Yeah! Okay, gehen weiter. Wir sind wieder bei 0. Wir sind bei 0. Pimmel, Wurst, das ist alles Wurst. Die Wurst hat 2. Traurige Wurst, arme Wurst, schlimme Wurst, Augenwurst, schlimme Augenwurst. Leberwurst, beleidigte Leberwurst. Ja! Ball, Sonne, Weltkugel, Erde, Erd. Ich hab vergessen, was das Wort war. Nein. Erde,
Was ist das denn schon wieder jetzt? Mann, ich weiß nicht, das kann doch nicht wahr sein. Das kann. Äquator! Nee. Ich hätte es gedacht, Äquator. Ja, irgendwie ist es sonst. Meinst du einen Kontinent bestimmten? Das ist doch der Äquator! Sonnenmittel. Regenwald! Was ist das gerade? Regenwald? Gemäßigte Zone. Mitteleuropa. Auge. Umlaufbahn. Satelliten. Was hast du gerade gesagt? Was hast du davor gesagt? Du darfst nicht reden. Was habe ich davor gesagt? Äquator, habe ich gesagt. Nicht? Ich habe wirklich keine Ahnung. Mittelerde. Du hast die ganze Zeit Mittel gesagt. Mittelerde, ist das euer Ernst, ey? Man kann doch nicht alle Begriffe nehmen, die irgendwo mal gesagt wurden im Laufe der Menschheitsgeschichte und die dann als echtes Wort. Mittelerde ist doch einfach nur... Du malst einen Gandalf und Bücher und eine DVD. Ja, aber ist ja natürlich viel einfacher. Gandalf hätte man zum Beispiel auch nicht machen dürfen, oder? Natürlich hättest du Gandalf machen können. Warum hättest du Gandalf nicht machen können? Ich habe das ja noch nicht oft gespielt. Ich dachte, man darf jetzt nicht Eigennamen nicht nehmen. Also dachte ich, Du darfst es nicht schreiben, aber du darfst ja Gandalf machen. Gandalf nicht, aber Ulknudel, oder wie? Ich sag doch gerade, ich verstehe, ich frage ja gerade, ob das alles erlaubt ist oder so, aber okay. Ja. Wir haben uns ja trotzdem eigentlich jetzt ganz gut geschlagen. Einen Punkt habt ihr. Ich schreibe Mittelerde war eigentlich gut beschrieben. Naja, es ist schwer, Mittel irgendwie zu stellen. Also wenn du jetzt eine maßstabsgetreue Karte von Mittelerde gemalt hättest, dann wäre ich auf jeden Fall drauf gekommen. Ja, so mit Mordor und hättest du einfach das Auge Mordors gemalt. Also versuch dir nur für das nächste Mal, wie ich denke, das Auge Mordors und dann irgendwie eine Karte oder so. Und dann Pfeil auf die Karte. Dann hätte ich es wahrscheinlich rausgekriegt, was du meinst. Ich soll aber doch in einfachen Begriffen denken, hast du gesagt. War doch auch gut. Wohl einfacher so zu malen. Ja, aber das hier dann nicht mehr. Du hast ja auch fünfmal Mittel gesagt. Mitteleuropa. Du hast zu lange nach dem Wort Äquator gesucht. Ja. Ja, Fehleranalyse. Sieht doch aus wie Äquator, oder nicht? Ja, hatte ich auch gedacht. Okay, wusste ich doch. Breitengrad, Ja, genau, stimmt. Breitengrad hätte ich auch noch versuchen können. Jeder noch einmal oder was? Oder jeder noch zweimal? Weil dann, glaube ich, jeder zweimal brauchen wir noch ein paar Begriffe. Ja, ich denke, es geht jetzt nicht mehr damit. Ey, das sind lächerliche... lächerliche eine Runde kann manchmal 8 Punkte bringen, ohne Probleme. Das ist meine Erfahrung. Wenn der Wörter kommt wie Punkt oder Baum. Das sagt er nur so. Auto. Wie viel haben wir denn noch? Kann ich einfach mal Neues nehmen? Ja. Soll das gehen? Ja. Oh, das ist schon wieder so schön. Was? Fahrradständer? Dach? Tor. Ich hab gesagt, nichts mit Fußball. Der Nils kriegt einen Fußballbegriff, ich lach mich doch kaputt. Ja, aber ich kenne doch überhaupt nichts. Mittelfeldspieler, Tor, Fallrückzieher. Mittelerdspieler. Captain, Team-Captain, Team-König. Königstor. König? Ich weiß es. Ist es bei Krone? Kopfball. Kronentor. Kronenball. Ich kenne doch überhaupt die ganzen Begriffe nicht. Mal ist irgendwie anders. Aber nee, du kommst nicht drauf. Wenn du jetzt noch nicht drauf kommst. Ja, klar. Pass auf. Star Trek. Beide Marken, ne? Hase. Hase, Osterhase. Ja. Die haben schon die leichteren Begriffe. Ja, denke ich auch. Oh, ihr seid aber auch echt so scheiße, ey. Tor. Jetzt nochmal Tor, guck. Radiergummi, Kaugummi, Müsliriegel. Andersrum. Lautsprecher. Lautsprecher, Bass, Konzert. Heimkino, Fernseher. Typ, der Fernseher guckt. Typ. Typ, der Fußball guckt. Fan. Was ist das? Spritze? Ich weiß nicht. Ja, Spritze. Krankenhaus, Mensch. Fernsehjunkie? Serienjunkie, ja. Das war auch nicht schlecht, aber diesmal hatte die es schwieriger.
Wir haben, glaube ich, 0, ne? Minus 1 und dann 0, Torschützenkönig, ja. Osterhase haben wir und... Das nee. Nee, dann genau, haben wir... Ihr hattet nur Osterhase bisher. Ja. Und aber das zählt ja nicht als minus 1, aber nee. Die Zeit dann warum. Oh, das war ein super schlechter und das waren 2 Minuten. Das fühlt sich überhaupt nicht an, die 2 ja, Minuten. Ja, das ist verrückt, ne? Ich war zu lange an dem Fußballgedöns da oben drin. Ja, wenn du Torschützenkönig, wenn du den, dann ja. Warst schon bei König und bei Tor und wenn du dann nicht drauf kommst, dann... 0, ne? Siehst du? Oi, 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 oi. Das wird Gehirnverschmelzung, ja. Okay. Mhm. Versuch dich in meinen simplen Geist reinzudenken. In deinen? Simplen Geist, ja. Genau. Ja? Ja, ich okay, weiß, was du los. Genommen hast. Okay, Action! Okay. Augen, Brille, Sonnenbrille. Hä? Schwert. Schwert, Brille. Hä? Schild, Ritter, Schwertkampf. Arena, Schwertkampf, Arena. Zuschauer. Hä? Ist denn schon irgendwas Richtiges dabei? Schwertkampf, Kampf, Schwert? Duell. Ritterduell. Ja, Schwertkampf, Kampf, Ritterkampf. Mann! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sieht so schön aus. Theater, Veranstaltung. Ritter, Film, Schwert. Scheiße, bist du's? Blablabla. Ja, Kino, Leinwand, Vorführung. Ja. Publikum, Zuschauer. Oh, Scheiße. Was ist das denn? Ein Hund. Was ist denn? Soll das Game Gladiator? Of Thrones sein oder so ein Gladiator? Ja. Ist das ein Löwe? Scheiße. Ja, also Entschuldigung mal. Also, ja, ich hab 2 Minuten Zeit. Ich erkenne es, dass ein Löwe ist. Also, es ist eindeutig die Arena, die kämpfen, die Löwen, ja, es das ist, Kino. Ja, ich dachte, es ist irgendwas Allgemeines. Ja, der Titel, die Kamera. Ich hab's wirklich versucht. Oh, ist anstrengend. Nein, ach du brauchst, ist doch alles gut, wir machen das, okay? Nein. Wir sind ein gutes Nein. Team. Jetzt ist vorbei. Gladiator ist aber auch echt schwer schon wieder. Ja. Du musst auf jeden Fall auch nochmal, ja. Hm? Ja. Jeder noch einmal. Ja, reichen ja, das, die Begriffe? Soll ich das mal? Was? Reichen die Begriffe? Ja, klar. Also, so schlecht wie wir bisher alle ich spielen. Ich hab so weit gedacht, dass es ein Film ist. Ist doch alles in Ordnung. Ist wirklich alles cool. So. Habt ihr ich bin nur sauer auf eigentlich immer schon mal. Warum auch nicht? Okay, ihr müsst stoppen. Komm, okay. Los, geh los, Bell. Los, Bell, los. Gedrückt. 2 Minuten laufen jetzt. Das ist eine Flasche, Flaschenpost. Die riecht, die stinkt, die ist abgelaufen. Nee, das ist ein Korkenzieher, ja. Weinflasche. Korkenzieher. Oh. Das ist eine Dose, eine Raspel, eine Orangenraspel, Käseraspel. Das ist ein. Was ist das, ein Ei? Ein stinkendes Ei? Abgelaufenes Ei. Eierkocher. Müll, Mülleimer. Ach so, das ist ein Mülleimer. Eimer? Mülleimer, Müllmann. Müllabfuhr? Ja, Müllmann. Ja. Welle, Wasser, Meer, Wasser, Wasserdampf, Kondensation, Verdunstung, Nase, er riecht das Wasser, das Meer riecht, Wasserdampf, Wasser, Geruch, Meeresgeruch, Meer, Wasser. Okay, Wasser ist der zweite Begriff, Nasenwasser, Wasserspülung, Nasenspülung, Wasser ist es, Wasser,
Es ist Kochsalz, Wasser, die Nase sieht gut aus. Okay, warte mal, das Wasser stinkt. Warum stinkt das Wasser? Nasenwasser, er riecht das Wasser auf? Wasserdampf, Wasser, Nasendampf, Wasser. Wasser? 25 Sekunden. Nasenwasser. Er freut sich, er ist voll high. Er freut sich voll, dass er das Wasserdampf inhalieren kann. Was ist das denn? Das ist der Dampf! Das ist der Dampf! Mach doch mal das! Das ist der Dampf! Es dampft in seiner Nase, es riecht voll lecker nach Wasser. Es ist lecker Wasser. Mama hat wieder Wasser gekocht. Ich rieche es bis hier oben. Duftwasser! Duftwasser? Duftwasser. Oh, das haben wir auch. Ja, so. Ja, okay, ich verstehe. Duftwasser. Uiuiui, ich hätte jetzt an Inhalator oder so gedacht. Ich weiß es. Okay, was haben wir zwei, ne? Oh. Jetzt reißen wir es nochmal komplett rum. Jetzt reißen wir es wirklich nochmal rum. Es ist möglich. Wir brauchen nur 9. 1, 2, 3. Wir können es technisch noch schaffen. Oh, Entschuldigung. 9 bis zum Unentschieden. Ist es der geht? Ja, das nee, oder? Der geht. Geht besser, ja. Was mit dem? Wollen wir den mal wegwerfen gleich? Ja. Egal. Ach, da war der. Ja, dann werfen wir den. Nee, das. Achso, das war der. Kümmern wir uns gleich drum. Okay. So. Du drückst? Ja. Verschmelzt. Schluss, geht los. Vielleicht hilft es für mich jetzt auch, wenn es ein bisschen mehr ist. Geht los, egal. Okay, was? Ey, ihr immer mit eurem schnell geht los. Du schaffst das. Einfach anfangen. Ei, Auge, Stewie von Family Guy, Noten, Orchester, Saal, Tennis, Fußball, Fußballfeld, Sportarena, Stadion, Fußballstadion, Sportstadion, Besucher, Stadionbesucher, die Typen, die nicht reinkommen, die sind sauer. Süß. Ja, bin ich wenigstens nah dran? Nee? Polizeigewalt? Hooligans? Ja. Hooligans? Was haben die da in der Hand? Baguettes oder was? Französische Hooligans. Die französischen Hooligans. Oh Gott, nee. Okay, nee. Komm, mach doch Versuch. Nein! Okay, dann sind wir wieder bei 0. Noten. Ja, was denn? Das ist doch eine Note. Das ist keine Note. Nein, das ist das Ding vor der Note, oder? Ja. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich hatte in Mathe, Musik 5. Ich hatte in fucking Musik 5. Notenschlüssel. Ja. Ja, da hättest du doch bei Note schon mal sagen können. Mhm. Und nicht. Okay, Notenschlüssel. Fernsehviereck. Fernsehviereck. Halt aber die Kamera jetzt. Kühlschrank. Eine. Weiß ich nicht. Tut mir leid. Fang nochmal an. Nein, mach doch einfach. Kopfhörer, Musik, iPod, Smartphone, Headphone, hören. Kopf. Ich weiß es nicht. Kopfhörer oder was? Ist Kopfhörer denn richtig? Sag doch. Nein. Okay. Guck doch hin, was du meinst. Ja, was? Entschuldigung, aber was ist es denn? Doktorarbeit, keine Ahnung. Wie bitte? Doktorarbeit. Ach so, so ein Doktor. Das soll das Stethoskop sein, okay. Das andere ist ein Klemmbrett oder was? Das ist eine Arbeit. Das ist eine Arbeit. Das ist eine Arbeit. Soll ich die auch mal abgegeben? Das ist Arbeit, das ist Arzt und das ist. Okay. Nein, ey, es ist ja. Mann, es ist nicht einfach. Ihr seid ja auch schon eingespielt. Also, oder? Ihr habt nach. Ja, warte mal. Ja. Ihr habt nach 6 Runden einen Punkt. Ich glaube nicht, dass das was mit Bellomir zu tun hat. Ja, manchmal stimmt die Chemie halt nicht vom Gehirn, die Gehirnleistung. Ey, ganz echt. Das heißt aber nicht, dass wir ein schlechtes Team werden. Nein! Wir sind auch immer noch Buddies, gell? Absolut. So. Guck mal, man kann sich. Was hab ich dir denn getan? Du malst dir doch wie eine Irre. Wobei meine Hooligans sind super. Der Notenschlüssel war sehr gut und das Stadion war eigentlich auch okay, die Hooligans. Eigentlich war nur der Arzt ein bisschen, aber selbst da war es okay. Also ich bin zufrieden mit dir. Tut mir leid, wenn meine Leistung nicht. Ich glaube, in Pantomime wärt ihr besser. Ja, oder in es gibt ja auch dieses Reden. Was ist Reden? 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 Nee, wo man reden darf. Ja. Tabu. Almost Daily. Nein, es gibt ja. Tabu. Oder Activity, oder? Nee, aber bei Tabu darf man bestimmte Wörter nicht sagen. Ja, genau. Ja. Aber da dürft ihr denn miteinander reden. Also ich sag mal so, ich habe auch schon mal gewonnen bei einem Montagsmaler. Sagst du immer wenn du sagst, ich habe auch schon mal gewonnen von irgendeinem mysteriösen Sieg. Beim letzten Montagsmaler habe ich auch gewonnen. Mit Ian. Ja. Ah nee, das war Charade, gell? Das war scheiße, das war ja nicht Montagsmaler. Na gut.
Wie viel Zeit haben wir noch für eine Runde? Oder? Naja, also eigentlich Zeit haben wir genug. Die Frage ist, ob das jetzt Sinn macht. Warum nicht? Okay. Wir können ruhig noch, wir können nichts mehr rausreißen. Aber wir brauchen dann aber mehr Begriffe. Ihr könnt noch versuchen, die restlichen Begriffe zu malen und gucken, ob wir uns damit noch einholen. Also wenn wir, doch, wenn wir die 9 jetzt schaffen, theoretisch, dann hätten wir 10. Und dann wären wir auf einem Level. 4. In 9. Welcher Zeit? 4. Also ihr schafft das eh nicht, aber probiert es. Wir schaffen es eh nicht. Ja, ihr schafft es. Hast du nicht gesehen, was hier gerade abgeht? Was ihr nicht leisten könnt. Jetzt gerade sind wir am Start. Okay, es sind jetzt eingespielt. Es sind 9 Begriffe. Ja, in 2 Minuten. Ihr müst 9 schaffen. Nein, komm. Das ist die richtige Einstellung. Das ist genau die richtige Einstellung. Ihr schafft das. Jetzt, wer soll malen? Und wie viel Zeit sollen wir denn geben? 1 Stunde. Okay, nee, komm, wir versuchen es jetzt noch. Komm, hier. Jetzt will ich es auch wissen. Wenn wir das jetzt noch schaffen, dann spielen wir noch eine Runde. Okay, es geht los. Los, macht ruhig schon mal hier. Okay. Oh Mann, das wird easy. Mhm. Bus. Mit Hilfestellung vielleicht. Ja. Erste-Hilfe-Kasten. Nee. Wie? Erste-Hilfe? Jesus. Mhm. Bibel. Was ist das denn? Mhm. Jesus und... Keine Ahnung, was du da malst. Jesus war ein Roboter. Das ist die Geschichte. Nein, das hier ist unterschiedlich. Sollen wir euch noch Hilfestellung geben vielleicht? Nee. Oh, Ist das ein Blu-ray-Player oder was? Antichrist. Fernseher. Fernsehgottesdienst. Okay, das wird easy, hat er gesagt. Oh, töte mich nicht. Das ist Jesus Kreuz. Kruzifix. Jesus! Ja! Oh Gott. Was ist das denn, ein Radio oder was soll das sein? Ja, versuch's doch mal. Sag doch mal ein paar Sachen. Was könnte es denn sein? Was könnte es denn sein? Keine Kassette, sondern... Am ersten Begriff scheitert. Okay, das wird easy. Schnitt, 2 Minuten später. Das ist ein Jesus-Video. Das berühmte Jesus-Video. Es gibt, ey, ich habe die Begriffe nicht... Jesus-Video? Ja, es gab diesen Film auf ProSieben, das Jesus-Video, der nicht, den keine Sau geguckt hat, der aber offenbar den Leuten hier viel bedeutet. Allein das wir haben 2 Filmtitel bekommen. Also das Filmtitel finde ich wirklich... Aber Gladiator muss ja nicht ein Filmtitel sein. Okay, es ist aber eigentlich auch ein Filmtitel. Ja. Wollt ihr noch weitermachen, das oder? Das, ja. Ja. Wir haben jetzt auch nicht mehr Begriffe bekommen. Das heißt, wir können auch jetzt gar nicht mehr weitermachen, weil... Es ist halt auch schwer. Sorry, aber... Nur 8 Begriffe übrig. Also zumindest... Okay, das ist keine Kassette, aber eine Kassette sieht ein bisschen so aus. Du hättest mir ja schon mal sagen können, dass ich mit Blu-ray Player schon mal auf dem richtigen Weg bin. Ich weiß ja nicht, das kann alles sein. Ja, aber ich hatte doch schon bei Video habe ich schon so gemacht, bei Jesus habe ich schon so gemacht. Ich habe Video gesagt? Irgendwo hattest du, glaube ich, mal irgendeine Musik oder Musikkassette hattest du, glaube ich, oder so. Nee. Ja, ist halt nicht so. Ich kann auch nichts dafür. Ja, aber kennst du den Film überhaupt? Nee. Ja, aber guck, da sind wir doch schon dabei. Wenn du den Film nicht kennst, kannst du null damit... Wie willst du das erraten? Also, ist natürlich... Also, nicht so geil. Man muss ehrlich... Oh, es geht noch... Ja gut, aber jetzt ist doch Quatsch. Ist vorbei, jetzt wird es langsam lächerlich. Aber guck mal, wir haben auf jeden Fall ein Superlativ aufgestellt in dieser Runde. Ihr wart mit Abstand das schlechteste Team. Wir haben auch ein Superlativ. Ja. Also nach jetzt 7 Runden... Ein Punkt. Nach 7 Runden, ohne dass man Minuspunkte mitnimmt, ist... Brauchst du noch ein Säckchen Salz, um sie in die Runde zu werfen? Ich kann ja nicht. Nein, ich finde das total, ich finde das wirklich erstaunlich. Ja, aber du siehst doch, dass wir es versuchen. Also es ist ja auch nicht, rein mathematisch gibt es keinen Grund, warum wir schlechter sind als ihr. Aber so ist es halt. Ich frage mich, ob das selbst ausgedachte Wörter sind oder ob das so generierte Wörter sind. Es gibt ja auch einige Internetseiten, die so Zufallswörter ausspucken. Selbst ausgedacht, oder? Schalldämpfer, wie Jaguar. Ja, Fernsehgarten zumindest, ja. Ja, Fernsehgarten ist natürlich irgendwo Freizeitpark. Jesus-Video. Naja, das war jetzt nicht eine Glanzleistung, aber ich habe trotzdem Spaß, wirklich. Hm. Und ich würde auch nochmal mit dir spielen und wir werden einfach nächstes Mal besser sein. Ja, mit Sicherheit. Wir dürfen nicht mehr vorher ich spiele alleine. Wenn nicht mal ich dir das glaube, wenn du sagst, ja sicher, dann ist es schwierig, weil du musst schon Selbstvertrauen haben. Ja. Okay, das war eine spektakuläre Runde Montagsmaler, auf qualitativ hochwertigem Niveau, ungefähr so wie Nigeria gegen, was war das? Torschützenkönig? Fürchterliche 0:0.
Ich hab's auch schon zur Hälfte vergessen. Ja, also das kann nicht jedes Montagsmaler jetzt hör doch auf Weltklasse-Niveau sein. Bell und ich fahren ja auch nicht mal richtig gut. Also 10 Begriffe nach 6, nee. 10 Begriffe nach 6 Runden ist auch nicht gut. Okay. Das ist auch nicht gut. Schmäler deine Leistung noch mehr, um uns noch mehr runterzubringen. Das, also es war ein Rumgegurke heute, von allen Seiten. Aber wir haben ja gemerkt, dass wir uns nicht so anstrengen müssen. Das stimmt. Wir haben es ein bisschen locker, wie Deutschland nach dem 3-0 zur zweiten Halbzeit nicht mehr Fußball mit tappen. Die beiden sind Fußball, richtig gute Gewinner. Ja. Ja. Also, da sind wir noch sympathisch, ja, sehr sympathisch. Ja. Also genauso sympathisch, wie wir sympathische Verlierer sind, seid ihr sympathische Gewinner nach dieser Ansage jetzt. Tschüss, das war Montagsmaler. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Wiedersehen.